Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren DayZ-Challenge-Folge. Mittlerweile, glaube ich, müsste es Folge 8 sein. Wir haben ja leider nur noch einen einzigen Versuch. Deshalb muss ich schauen, dass ich so vorsichtig wie möglich einfach nur spiele. Das heißt auch unter anderem, dass ich wirklich nachschauen sollte, ob sich irgendwo Spieler befinden, bevor ich irgendwo reinlaufe. Weil jeder Fehler könnte das Ende meiner Challenge sein. Das Geile ist, dass wir halt einen Ghillie haben. Das feiere ich halt unnormal. Weil ja, ich spiele ja eigentlich normalerweise immer mit einem Rucksack. Da ich aber ja in der Challenge keinen Rucksack benutzen darf, kann ich halt auch ohne Probleme den Ghillie tragen. Beziehungsweise, ihr habt ja in den Kommentaren reingeschrieben, dass ihr es okay finden würdet, wenn ich mir einen Rucksack craften, also dass ich mir einen Rucksack craften darf. Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich das wirklich so mache, weil eigentlich wollte ich halt wirklich ohne Rucksack spielen, weil ich immer halt viel zu viele Sachen mitnehme und sowas. Und bis jetzt finde ich es eigentlich tatsächlich extrem geil, ohne Rucksack unterwegs zu sein. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es halt einfach irgendwie mega geil. So, jetzt haben wir ein ganz kleines Problem, weil ich die Waffe nicht mehr wegstecken kann. Muss ich mal ganz kurz schauen, wie viel Platz brauche ich denn dafür? Ich brauche schon ein bisschen was. Ich lasse das jetzt mal da. So. Dann hauen wir mal eben hier den Zombie weg mit der Spitzhacke. Was? Der lebt immer noch? Oh, man kann ja sogar mit Spitzhacken Würmer ausgraben. Wusste ich tatsächlich gar nicht. Hey, ich habe Jagdstiefel, die noch wirklich extrem gut intakt sind. Eine USG, die ich leider nicht mitnehmen darf. Ja, ich schaue jetzt eigentlich bloß im Militärgebiet, ob ich vielleicht irgendwie noch irgendwas zum Anziehen finde. So, okay. Auf jeden Fall bin ich bei den Jägerhütten gespannt, ob wir da einen Longhorn finden, weil das ist tatsächlich die einzige Waffe, die ich wirklich ja, benutzen darf, weil die halt noch ja zur Pistolenart gehört. Also würde ich sagen, dass sie halt noch zur Pistolenart gehört. Fuck, da ist ein toter Zombie. Nee, das ist ein Spieler. Oder? Nee, ist ein toter Zombie. Ich höre aber gerade nichts. Für die FX habe ich kein Magazin. Für die MK2 hätte ich ein Magazin. Jetzt bin ich tatsächlich am Überlegen. Ja, ich bin echt am Überlegen, ob ich meine beiden Pistolen ersetze. Aber ich brauche irgendetwas zum Schießen. Ja, ich behalte jetzt erstmal die beiden. Mann, ey, ich würde echt so gerne den Colt mitnehmen. Die MK meine ich.
Die FX würde ich eigentlich auch ungern liegen lassen. Die Landkarte brauche ich nicht. Ich nehme jetzt einfach mal die MK2 mit. Brauche ich ein Wärmekissen? Nee. Boah, es sind mir echt zu viele Zombies hier. Komm schon, ich brauche ein Longhorn. Es ist wirklich komisch, dass da ein toter Zombie liegt, aber mehr auch nicht. Der Konvoi ist auf jeden Fall nicht da, okay. Okay, ich werde angeschossen. Da ist auch ein toter Zombie. Da ist auch ein toter Zombie. Gar nicht gut. Okay, zwar mit Schalldämpfer. Schlechter Schütze. Dann kann ich mir jetzt erstmal meinen Longhorn hier abschmieren. Dann werde ich zu einem anderen Jägercamp gehen, weil mir ist das zu gefährlich jetzt hier. Und der hat halt eine etwas schärfere Waffe und da habe ich mit dem Colt absolut gar keine Chance. Mit dem Longhorn wird es ja vielleicht noch gehen. Off Range. Ja, ich weiß schon, wo ich hinlaufen werde. Für den Longhorn. Da müssen wir halt jetzt in Richtung Tizzy laufen. Und dort gibt es ja auch noch ein Jägercamp in der Nähe. Aber wir müssen auf jeden Fall die Jägercamps abklappern. Boah, ich hoffe, dass ich keinem Bären begegne. Weil wenn ich einen Bären sehe, dann ist vorbei. Da sind Rinder. Aber ich habe genügend zum Essen. Das reicht mir erstmal. Und ich werde auch sehr wahrscheinlich weiterhin versuchen, nur mit Fischen zu überleben. Weil die habe ich eigentlich schnell zusammen. Und momentan habe ich eh überhaupt keinen Platz, um irgendwie überhaupt Filet mitzunehmen. Ja, Leute, ich hätte gerne dort jetzt noch weiter gelootet, aber ich habe ja schon gesagt, da ist ein toter Zombie. Das ist mir schon ein bisschen, ja, nicht geheuer. Ah, die Challenge ist hart. Die Challenge ist richtig hart, ohne Waffen. Nur mit Pistolen. Aber dafür mache ich es ja. Ich möchte ja selber sehen, wie weit ich damit komme. Und ob wir überhaupt einen Kill hinbekommen mit der Longhorn. Oder ob wir sterben werden. So, jetzt darf ich bloß nicht vom Weg abkommen. Adrenalin-Auto-Injektor rein. Dann können wir jetzt eine Zeit lang durchsprinten. Mhm. Da hören wir schon wieder Schüsse.
Da vorne ist ein Zombie. Das Gute ist halt, dass ich dann recht gut getarnt bin, wenn ich halt mit dem Longhorn unterwegs bin. Wir bräuchten halt vielleicht noch die Ghillie-Mütze. Dafür müssten wir halt ein paar Konvois oder so abklappern. Und wenn wir die Ghillie-Mütze haben, dann schaut das alles nochmal ganz anders aus. Dann bräuchten wir halt noch Handschuhe, die besser getarnt sind, weil die weißen Handschuhe, die verraten schon ein wenig, wo ich halt dann stecke. Ja, jetzt heißt es halt einfach nur durchsprinten bis zum Jägercamp. Weil mir bleibt einfach gerade absolut gar nichts übrig. Weil wir sind jetzt ziemlich weit im Norden oben. Da lauern halt jetzt schon ein paar mehr Gefahren. Da gibt es schon den ein oder anderen Full-Equipten oder definitiv besser Equipten als mich. Hauen wir uns nochmal ein Adrenalin rein. Ey, ich finde das wirklich mega geil. Einfach diese atmosphärische Musik. Das gibt halt ganz andere Vibes nochmal im Spiel. Jetzt dachte ich schon, dass hier Schnee liegt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt gerade richtig bin. Oder ob ich noch weiter hoch muss. Ich habe irgendwie gerade ein bisschen Probleme mit dem Orientieren. Okay, da unten ist auf jeden Fall eine Straße. Ich bräuchte halt irgendwie vielleicht ein paar Häuser oder sowas. Weil hier oben im Norden kenne ich mich ja ein bisschen aus. Ein Schuss, der nicht wirklich allzu weit weg war. Okay, hier ist eine Schenke. Ich weiß nicht, ob ich in der Schenke auch ein Longhorn finden kann, aber ich glaube nicht. Ups. Boah, kann es sein, dass ich extrem schlecht gelaufen bin. Ja, ich bin hier in Kamensk. Boah, ich bin jetzt erst in Kamensk. Ja, bei Kamensk, da gibt's doch auch den Convoy Crash. Den hätte ich mir eigentlich schon gerne angesehen. Da ist ein Jägersitz. Da glaube ich, müsste es eigentlich auch möglich sein, dass da ein Longhorn spawnt. Geil wäre es natürlich auf jeden Fall, ja, Pullover.
Ja, wir haben schon echt noch ein gutes Stückchen vor uns. Eigentlich könnten wir noch unser ganzes Karpfenfilet verfressen. Damit wir noch mal ein bisschen mehr Platz haben und... Ja, es ist halt nicht schlecht, wenn man halt einen gefüllten Magen hat und... Ja, gefüllte... Dings, Flüssigkeitsleiste. Lampe. Brauche ich im Real Life unbedingt auch eine neue zum Angeln. Ich glaube, das Auto steht nicht da, oder? Glaube nicht, nee. Ja, ich sollte mich eigentlich ein bisschen mehr im Wald bewegen. Und nicht so offensichtlich, wenn ich eh schon ein Ghillie habe. Da wollte ich unbedingt hin. Jägerhochsitz. Da schauen wir auch gleich nochmal drauf. Chlortabletten sehr wichtig für uns, da wir keine Getränke zu uns nehmen dürfen, die in Dosen sind. Jägerjacke. Da glaube ich, können wir einfach so runter. Sollte nichts passieren. Jetzt machen wir hier so einen kleinen Speedrun. Ja, ich würde mich auch über eine bessere Nahkampfwaffe freuen. Wie zum Beispiel den Vorschlaghammer. Würde ich die Spitzhacke sofort eintauschen. Den Longhorn, den glaube ich, kann ich nicht am Rücken tragen. Also könnte ich immer zwei Nahkampfwaffen mit mir führen. Dann wird es wahrscheinlich auch zweimal der Vorschlaghammer. Für mich mit Abstand die beste Nahkampfwaffe. Was ist denn das für ein Haus? Ah, okay, alles klar. Ich hoffe, dass beim anderen Jägercamp jetzt niemand da ist. Ja, ich würde, glaube ich, sogar dann nach dem Jägercamp. Was wäre denn so jetzt die beste Möglichkeit, die wir dann nutzen könnten, um voranzukommen? Eigentlich dann wieder, ja, in den Süden, aber halt so
südwestlich. Damit ich, ich vergesse jedes Mal den Namen, wie das heißt. Also auf jeden Fall unter Tizzy. Da bei dem Skiresort. Bei dem Skiberg. Da gibt es ja auch unten drunter ein Jägercamp. Sogar ein ziemlich großes eigentlich. Und da könnten wir halt dann noch unser Glück versuchen, damit wir ein Longhorn finden. Und dann wäre es eigentlich tatsächlich an der Zeit, dass wir auf Jagd gehen nach Convoys. Damit wir dann den Ghillie-Hut noch bekommen. Dann bräuchten wir noch grüne Militärhandschuhe. Genau, Handschuhe. Dann brauchen wir noch grüne Stiefel. Ja, eine neue Hose wäre nicht schlecht. Aber ansonsten sind wir eigentlich dann recht gut getarnt. Vielleicht, achso, doch, die Mütze, die ersetze ich ja gegen den Ghillie. Also gegen die Ghillie-Mütze. Aber bis wir das alles zusammenfinden, das dauert noch. So, aber gleich sind wir da. Oh, ganz vergessen, dass da ja noch so eine Hütte kommt. Vielleicht haben wir da noch was. Wir haben ja gar keinen Wasserbehälter. Scheiße, ich habe nichts zum Reparieren. Bräuchte Klebeband. Da müssten wir vielleicht ein paar Dörfer looten gehen dann. Bleibt ja nichts anderes übrig. Sah kurz aus, als ob da ein Zelt stehen würde. Wollte ich mal ganz kurz noch mal was nachschauen. Ein Fernglas könnten wir auch gebrauchen noch. So. Könnten hier noch die MK2 schnell nachladen. Leider mit einem demolierten Magazin. Vielleicht finden wir im Jägercamp noch ein Waffenpflegeset. So, Freunde, ich würde tatsächlich hier jetzt an der Stelle erstmal die Folge beenden. In der nächsten Folge schauen wir dann, was wir im Jägercamp finden können. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like auf dem Video da. Kommentieren nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.